So, ich sehe mich jetzt selbst nicht mehr. Oh, wie war das mit Verteidigen? Darf ich mich? Ja, verteidigen. Gut. Auch, mal den super. Leute, wir haben halt. Nein. Ich hab halt. Super, wir haben halt. Yay, wir haben halt. Katze und Vogel. Wir müssen jetzt warten. Genau, ich so, setze mich da jetzt einfach hin und warte, bis ich sie zerlegen darf. Oh Gott, ich hab. Nee, das darfst du. Okay. Das darfst du. Verteidigen darfst du und ernten darfst du auch alles Mögliche. Wir warten jetzt noch auf den Startschuss von Baloo. Ja, du kannst übrigens Kiapu mit runterholen noch, Xa. Ach so. Die hängt da oben so alleine. Warte, ich hol sie. User was moved to your channel. Die hat sich nicht reintraut. Hallo. Hallo. Kamst du nicht rein oder hast du dich nicht getraut? Ja. Ich dachte, genau. Wenn ihr runtergeht und mich da oben lasst, dann bleibe ich da. Oh. Nein, ich wollte nur verhindern. Nicht, kann ich hier rein? Letztes ja, Mal kannst du. Oh. Okay, ich wollte nur nicht, dass wir 20 Mal hören, der User left the channel, der User und so weiter. So. So, jetzt haben wir da ein Fenster hier drin gehabt im Chat. So. Ach ja, also wenn ich es nicht, wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, du bist 20. Oh. Oh. Das ist, also das ist jetzt eindeutig geschleimt, ja? Oh. Ja? Kannst du mal kurz die Hide in die Smithy schmeißen? Ja, Moment, bin ich schon dabei? Sehr schön. So, dann legen wir mal los. Einfach die Kia vergessen, ja, das geht ja gar nicht. Bitte schön. Ich bin nicht böse, ich bin nur ach so. Ich kann doch keinen Rex-Sattel bauen, weil der ist das ab 60, erst 50. Mhm. Ich, sag, ihr habt zur Flak-Rüstung, habt ihr noch eine übrig? Aber dafür kann man jetzt die Rüstung voll bauen. Okay, ja, ihr habt das eh an, oder? Ich ja, hab eine Flak-Rüstung an, glaube ich, ja. Ja. Wir haben jetzt Brust und Hose, dann baue ich. Ne, mir fehlt noch eine Hose. Auch noch eine Hose, okay. Ja. Okay. Warte, ich gebe aber noch. Sitzt natürlich genau in der Nase. Super, wenn man eine Facecam an hat. Zack. Kurze Verzögerung, jemand muss den PC neu starten. Sehr gerne sogar. Oh je. Acht, dann. Drei. Ende. Auch drei. Mhm. Immer wieder Ark Survival of the Fittest. Ja, werden wir bestimmt auch mal wieder machen. Bleibt der Stream als Video, der kommt wieder als Folgen. Das ist wieder ein Live-Let's Play. Ich mache gleich, gleich während der Aufnahmen können wir da nicht so sehr drauf eingehen hier auf den Chat. Aber dann kommt das alles als Folgen online die nächsten Tage. Da steht unser Rixi. Yay. Und tut es uns so nur einen Gefallen, dass du im Chat nicht zu oft schreibst, was die anderen machen. Ja, das bitte nicht machen. Weder bei uns noch bei anderen irgendwie spoilern oder dergleichen. Das nimmt den Spaß. Was macht ihr da? Ich weiß nicht. Ach, unser Rex ist gerade aggro geworden, weil hier eine Katze ist. Oh, Katze ist gut. Gibt Katze ist gut. Katze ist gut, Katze gibt Hide. Das ist richtig. Genau. Ich bring das Hide. Selbst der Dodo ist aggro geworden. Wo ist der Rex? Der ist links. Wo? Links. Ach, da drüben. Der sieht aus wie ein Felsen, aber ist keiner. Schaut gut aus. So, Hide liegt drin. So, komm schon her. Komm her, du Idiot! So, geht doch. Muss man immer erst so deutlich werden. So. Ein rundum glücklich Paket aus dem grünen Lootstrahl. Was war da drin? Oh. Narkotikpfeile, Holz, Hide, alles, was man halt so braucht. Es laggt echt im Game. Also wirklich Lags im Stream. Also es wäre sehr schade, aber ich hab's jetzt die ganze Zeit im Vorfeld versucht in den Griff zu kriegen. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Das ist furchtbar manchmal. Ich schau gerade nochmal, ich tappe gerade nochmal raus. Darum habt ihr wahrscheinlich gerade keinen Game Sound und Standbild. Also bitte da nicht wundern. Aber ich weiß wirklich nicht, was ich noch tun soll. Das ist wirklich doof, wenn das so ist. Kann sein, dass du dich beobachten fühlst. Nein, gar nicht. Oh, wer schraut jemand? So. So, in der Smithy liegen Handschuhe und Helme. Habe ich immer schon genommen. Füße brauche ich jetzt noch. Oh, ich kriege endlich Füße. Füße. Ja. Ach, da fällt noch ein bisschen Metall. Aber das sollte gleich durch sein. Handschuhe und Helm. Helm ist sowieso das Wichtigste.
Handschuhe ja. auch noch. Und wenn der Startschuss ist, wir haben uns ja eine Taktik zurechtgelegt, ja, dann werden wir losstürmen. Wir werden auf den Vulkan stürmen. Eigentlich wollte man einen Rex-Sattel bauen. Das geht nicht. Ja, da habe ich gerade nachgeschaut, der ist leider 60 und ich bin erst 50. Ich dachte irgendwie 50, wir hätten 50 gesehen. Nein, ja, 60, nein. Ich habe gerade nachgeschaut. Wie schaut's aus mit Pfeilen? Habt ihr genug? Ja, ich hab 77. Okay. Haben wir irgendwo noch Fiber übrig? Ja, oder? Warte mal, ich schau mal im Track. Ich hab 75 Fiber. So, und die Schuhe sind jetzt auch gleich da. Wunderbar. Soll ich Fiber nochmal reinlegen oder nicht? Nee, ich sammle mal. Wir haben ja eh noch ein paar Minuten, oder? Ja, ich denke mal, es dauert noch ein bisschen, bis der, bis der Baloo anpfeift. Wir werden aber relativ schnell leveln, Xa. Sollen wir dann vielleicht die Dings mitnehmen? Die Hype und alles, dass wir so. Und eine Schmissi noch fertig bauen? Könnte man sich überlegen. Also, gut, die Hype. Ich würde eine Schmissi fertig bauen, weißt du, dass man das, dass man einfach direkt. Ach so, ja, direkt kann unterwegs. Kannst du machen. Okay, dann nehme ich das mal raus. Stone. Soll ich noch Crossbows bauen? Right. Wäre super. Also ich bin Freund von den Pfeilen und Bogen, aber... Ja. Ich nehme gern beides. So wie wir es neulich im... Also was die Leute ja noch nicht gesehen haben, bei Steampunk gemacht haben. Gut, dann machen wir das jetzt nämlich so. Dann nehmen wir hier das ganze Metall raus noch. Was fertig ist und tun das in den. Wie viel braucht man denn für einen Rex-Sattel? Weißt du das zufällig, Xa? Hast du das mal nachgeguckt? Nein, aber kann ich ganz recht eben machen. Xa, fängt dann zum Googeln. Wir schauen, ob wir genug Metall haben, weil wir haben jetzt nur 29 Metall, aber es kommt gleich bestimmt noch ein bisschen was raus. Und für alle, die bei mir zuschauen, nicht wundern, ihr habt jetzt vermutlich gerade keinen Game-Sound. Aber ich muss ganz dringend den Wiki nachgucken. Mich schon mal halt. Ja, was wir brauchen für den Sattel insgesamt, das wäre gut, weil das tue ich dann auf jeden Fall in den Trike schon mal rein. Ich bin ganz schön überladen. Also, der Rex-Sattel braucht 380 Height, 200 Fiber und 50 Metal Ingots. Das ist gut, mein Job. Sollte. Sollte alles machbar sein, weil auf dem Weg hoch werden wir die Halt auch zusammenkriegen, denke ich. Ja, ohne Probleme. Also ich würde die Halt eher da lassen, falls wir doch irgendwann mal sterben sollten. Dann oh ja, haben wir hier noch ein bisschen was, auf dem man... Wir sollen einen Moshops zähmen. Ja. Wäre ich auch voll dafür, aber das Problem ist, wir haben die Dinos hier nicht gekillt. Das heißt, es wird wahrscheinlich gar keine geben. Was blöd in der Rest darum? Ja, ich habe den gelevelt. Es tut mir leid, ich habe mich auch erschrocken. Oh Mann. Jetzt ist es vorbei, in Unterhosen zu spielen. So ist es. So ist es. Und man muss schauen, dass die Frisur halbwegs sitzt. So tief sieht man doch gar nicht. Achso, meinst du, ich sitze hier... Neben unserer Base ist ein neuer Dino? Wo? Was? Neben unserer Base soll irgendwo einer von den Neuen sein. Aber am Ende liegt da so ein Megalosaur. Ich sehe keinen. Cheat, Broadcast, dauert's noch lange oder wie? Noch warten oder haben wir was verpasst? Moment. Moment, da doch nicht. Mal gespannt, ey. Was ist das für ein PC, der da neu gestartet werden muss? Aber ich vermute mal, der Hamster ist eingeschlafen. Wie lange geht der Stream? Ja, bis 11, gell? Voraussichtlich. Ja, also mal bis 11, halb 12, sowas wie immer halt, weißt du? Außer wir sind nach einer halben Stunde fertig und uns fällt danach nichts mehr ein. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Da irgendwas Dummes fällt uns eigentlich immer ein. Übrigens, jetzt haben wir auch die 50 Metal Ingots gleich zusammen. Dann ist die Wartezeit ja ganz gut. Sind eure Wasserbeutel gefüllt, weil sonst kommt es nochmal zum Wasser? Ja, nee, so richtig noch nicht. Wie viel Wasserbeutel habe ich eigentlich? Ein. Joa, das stimmt. Das sollte man nochmal gut auffüllen, bevor wir losziehen. Oh ja. Ach, schön hier. Kann man nochmal die Füße ins Wasser halten, bevor es losgeht.
Ja. Dass die Flakstiefel auch schön Rost ansetzen. Ach, Stiefeln, ja, Stiefeln waren ja auch fertig, gell? Ich hol mir mal welche. Der Coach fragt übrigens, ob er die Tage mal ins TS kommen kann. Der Coach kann immer ins TS kommen, jederzeit, wann immer er möchte. Also überhaupt kein Problem. Und am 10.12. ist Termin, Coach. Ich hoffe, du hast Zeit, aber wir können das gerne nochmal besprechen. Schnitzel dabei. Schnitzel habe ich auch, ja. Ja. Crossbow machst du jetzt noch oder lass mal, damit wir das Eisen haben? Oh, das soll drin liegen. Moment, ich schau grad nochmal. Nein. Liegt nicht drin. Dann hat Koya vermutlich das Eisen rausgeklaut und der Dings ist abgebrochen. Sowas hätte ich nie gemacht. So, dann eine kann ich machen. Für die zweite fehlen noch 6 Metal Ingots. Einen habe ich gerade reingekriegt. Ich habe 3 Metal Ingots. Fehlen jetzt noch 5 Metal Ingots. Moment. 4. So, ich habe noch 3 Metal Ingots, die ich wiedergeben kann. 50 nehmen wir mit, wie gesagt, für den Rex Sattel, dass das direkt geht. Da ist noch einer fertig. So, rein damit. Und jetzt müssen wir los, Leute, ne? Ihr wisst. Möge die Hetzjagd beginnen. Die anderen fliehen jetzt zur Erinnerung an alle, die vielleicht beim letzten Mal nicht dabei waren. Wir haben jetzt den Stand, dass Team Blau die blöde Krone erobert hat und wir Team Blau jagen müssen. Das heißt also, wir müssen uns jetzt schnellstmöglich auf den Weg machen und die einholen, wie auch immer. Mit einem Rex, der keinen Sattel hat. Ich bin echt... Ja, das kann auch sehr lustig werden. So, machen wir hier zu. Wie sieht es bei euch aus? Draußen? Also ich bin schon mit dem Dodo unterwegs. Also bereit. Dann nehme ich den Rex. Und ich auf den Trike drauf. Ja. Der hat noch ein Level. Damage oder HP? Halt Rex, bleib doch. Halt Rex, du blöd. Ja, HP oder? HP, immer alles HP. Ja. Targeting Range. Nee, wo ist es? Following Distance. Follow Distance da. Zack. Zack. Oh. Zack. Danke für den Hinweis. Ich werde es demnächst machen. Ich brauche dann irgendwann 5 halt. Es geht los. Das sollten wir hinkriegen. Mhm. Man darf auch schwimmen, solange... Was? Ach so, die wollen rüberschwimmen. Aha. Darf auch schwimmen. Ja, natürlich darf jeder schwimmen. Zur Kano. Highspeed-Dodo, der sollte da schnell drüben sein. Warte, da, das ist schlecht. Doch, doch, geht. Da können wir kurz den Stein wegkloppen. Na gut. Der Dodo hängt. Ja. Hattet ihr eure Sternchen ausgemacht eigentlich? Nein, wir haben sie natürlich wieder. Wie war denn das letzte Mal? Cheat Set Admin Icon Falls. War das, meine ich. Set Admin Icon False. Genau. Ist alles Zeit. So, sollte bei mir weg sein. Das ist Adminicon. Kojas ist weg, bei mir auch. Der Dodo hängt wieder. Ich muss es noch eintippen. Ist das Adminicon? So, sehr schön. Dann hier links, dann na, komm, wir Heinz. Da hoch. Wir müssen da hoch. Wie war das wir holen Set? Die ein. Set Admin Icon. False. Also, false. Genau. Und left, okay. Wo kommen wir denn hier hoch? Vor allem mit einem Rex, Xar? Ach nee, das ist ja der Weg bereits, wo wir drauf sind, oder? Was meinst du? Das ist der Weg. Es ist der Weg bereits, wo wir hier drauf sind, oder? Ja, ist ja. Das? Ja, ist der Weg. Feuer, der Rex will irgendwie irgendwo hin. Steht ja zufällig auf Aggro, weil der will den Dödi beißen. Nein, aber hier ist ein. Hier ist ein Skorpion! Hab ihn. Jetzt ist der Dödi auf jeden Fall. Ich hab ihn nicht mehr. Oh, der Rex kümmert sich drum. Nein, Dödi. Bleib da. So, Königin? Stell den ja, ich stell ihn ein paar passiv. Ich stell den Rex auch mal auf passiv. Das müssen wir alles mit dem. Oh Gott, wo steht denn das jetzt da? Aggression to neutral, aggression to passive. So. Ich hoffe, das funktioniert. Also, das hier kann echt lustig werden. Der Weg ist hier echt eng. Ja, wegkloppen, was geht. Mhm. Oh, schon dabei. Der sollte gehen, der Stein. Da müsste er kommen. Mit. Ich bin überhaupt nochmal sicher. Der bleibt sonst an jedem Kieselchen hängen. Okay. Ich sehe es, was ihr schreibt. Also, wir haben jetzt nochmal Info an den Chat. Wir sind natürlich im Livestream, aber es geht jetzt, es ist jetzt ein Live-Let's Play. Das heißt, wir machen hier Folgen, die wir am Stück aufnehmen. Ich kann daher jetzt nicht so sehr in den Chat schauen, ab und an mache ich es, aber natürlich nicht permanent. So, ja, geht ihr mal vor, ich versuche hinterher zu schleichen. Naja, da ich mit dem Dodo eh am langsamsten bin. So. Ich meine, hier ist es echt zu eng, da komme ich ja kaum mit dem Track durch.
Noch geht's, also noch kommt der Rex. Okay. Ich einfach mal weiter und dann schreist halt, wenn du doch irgendwo hängen bleibst. Ja, mit Follow Distance Low geht das ganz gut. Achtung, da kommt eine Katze. Naja, hab sie gesehen. Ja, ist okay, lauf einfach weiter. Wirklich? Ja, lauf weiter. Na gut. Passt, ist tot. Ja. Hide, lass mal, oder? Wir beeilen uns. Lass mal sie liegen jetzt. Ja, du hast zweimal drauf, dann soll die weg sein. Naja, das war jetzt aber so ein Hang runter und da muss ich den Rest wieder abpfeifen. Ja. Nee, in so einem Fall, egal. Lass den armen Dodo! Was denn? Koja haut den Dodo! Der hängt, ja, ich seh's, ich komme. Ach, verdammt. Komm hoch da. Wir wollten hier um die Ecke klopfen, aber er will nicht so recht. Er hat halt seinen eigenen Kopf, das ist so ein Dickschädel. Das ist, ja. Kann sein, dass das Zweig noch bei irgendjemandem auf Follow steht. Vielleicht bei mir, ich weiß es weil nicht. Weil ich bin gerade abgestiegen und das ist plötzlich losgesprintet. Steht nicht auf Follow, ne? Nö. Oder hast du jetzt gepfiffen? Ach, das steht auf aggressiv, warum steht es auf aggressiv? Das weiß ich auch nicht. Die wahrscheinlich einmal, Das mal auf passiv, oder? Besser ist das. Wahrscheinlich durch einen Angriff, dass sie einfach mal auf aggressiv gestellt worden sind. Ja. Ja, echt, wir haben doch unsere Geheimpläne. Ja. Oh, halt, Rex hängt jetzt. Doch, geht. Alter. Was macht der Heinz? Ja, ich sehe es. Der steht auch auf aggressiv, kann er sagen? Nein, der steht auf passiv. Ja, der läuft aber hin und her. Ich sehe es. Mach den mal auf Follow Distance Low. Ist er ja. Oder Lowest. Ja. Steht doch sogar da. Stimmt, ja. Ich hab die ganze Zeit den Dodo-Arsch im Gesicht. Dann geh halt vor mit deinem Rex. Hopp, geh. Immerhin hat er noch nicht gekackt. Geh weiter. Mach ich ja, ich versuch's. Oh Mann. So, da müssen wir jetzt runter. Nein, wir müssen noch weiter. Nein, echt jetzt? Oh Mann. Ich hab dafür jetzt dauernd den Rex hinter dem. Okay. Na gut. Darf ich jetzt wirklich hängen? Jetzt häng ich. Moment. Bravo, Heinz. Ich hänge. Leute, ich hänge fest. Ich seh's, warte. Aber da kann man. So, doch, jetzt hab ich's. Bin raus. Gut. Oh, Rex! Nein, Rex! Nein! Doch, so, wie kriege ich die Königin da raus aus dieser blöden. Ach, da. Gut, komm. Sehr gut. Komm. Ja, komm. Ja, fein machst du das. Du bist so ein feiner Rex. Du bist so ein. Also, ich wahrscheinlich gleich rückwärts den Berg runter. Oh ja, könnte dir passieren. Irgendwas greift an, oder? Nee, das war der Xate. Oh. Ja, der Rex meinte, er müsste mir die Schnauze für die Hacke halten. Unmögliche Xar. Ich hau hier auf den Stein an und ich hau da von oben so eine Rex-Schnauze auf. Der ist halt neugierig. Der bekommt. Okay, da lass ich nicht wegklopfen und dann müssen wir den Eisenfelsen weghauen. Kommt man da nicht so durch? Also. Nein, ich komme mit dem Dreck nicht durch. Kannst du eigentlich überhaupt? Ja, du. Weg ist er. Sieht zwar nix, aber weiter. Weißt du, und mir hauen die Gesteinsbrocken vors Gesicht. Ja, mir ja auch, ich sehe nichts. Lauf! Ja. Ey! Ja, die soll irgendwie. Ja, aber wir haben doch keine Zeit. So, jetzt geht's aber wirklich hoch. Endlich. Wollen wir eigentlich auf den Vulkan draufschauen, nach dem Motto gucken, ob die. Rexy, du hast den falschen Weg. Nee, er kommt da gleich wieder runter. Sollte passen. Wenn du jetzt normal dann weitergehst, soll's passen. Hey, warte, komm her. Ich muss den Stein hier wegklopfen, ich komm sonst nicht weiter. Ja, ich komm auch nicht dran an den Stein, der Rex steht im Weg. Oh Mann, einmal mit Profis. Ich hau ihn weg. Ah, ich komme jetzt auch dran. Ja. So. Also, der Rex hat nur eine blutige Schnauze, weil man ihn da genau reingehauen hat. Aber sonst geht's ihm gut. Ja, er mag das. Ja, die sind komisch, die Jungs. Und schon wieder. Vielleicht fällt ja der ganze Baum um, weil wir hier den ganzen Hang wegkloppen. Und wir haben uns gedacht, du bist zu langsam, weißt? Wir warten Rechen jetzt dauernd auf die Jungs. Zuschauerrekord? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Da müsste sich noch mehr rumsprechen, dass ich Facecam habe. Dann wäre das natürlich eine Wahnsinnsattraktion und die ganze Welt würde zuschauen wollen. Können wir hier immer noch nicht runter?
Ja, wir wollten nur hochgucken, oder? Wollen wir ganz hoch? Ja, ich weiß nicht. Oder wollen wir lieber die Rampe runter und schauen, dass wir Richtung Strand kommen? Also ich glaube nicht, dass die wirklich noch oben sind. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass die oben sind. Hier, ja, gut, hier dann, geht's auch dann, runter, oder? Ja, hier geht's runter. Ist es wirklich hier? Ja. Ja, dann Rex sucht sich den Weg gerade. Ich schau kurz ein bisschen weiter hoch. Es ist nicht ganz, oder? Wir müssen ein bisschen noch ums Eck. Wir hatten uns. Ja, aber ob du ihn Rex jetzt dann nochmal hochkriegst, weiß ich nicht. Aber die Rampe sollte auch gehen. So halt ein bisschen weiter fahren. Ich weiß auch nicht, ob ich den Rex jetzt wieder hochkrieg. Also gehen wir da jetzt runter, oder? Beziehungsweise wir könnten die Rampe hier hochlaufen, glaube ich. Ja, mein Problem ist, der Rex, der hängt da. Ja, ja.